Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, unser Mini-Flughafen ist aktuell nur für Privatleute geöffnet, damit die zu ihren Flugzeugen kommen und hin und her. Und ich würde sagen, es wird langsam Zeit, diesen Flughafen für den Personenverkehr zu öffnen. Bedeutet, wir müssen schauen, dass wir den Flughafen dementsprechend umbauen, dass der dafür zulässig wird. Ich würde hier gerne zwei so überbauen, hier zwei über. Das wird ein relativ großes Projekt jetzt. Da wird hier auf jeden Fall dann anbauen und dann von hier musst du nach da oben rein fürs Erste. Dann können die das dementsprechend umbauen. Beziehungsweise das Erste, wenn wir hier so einen kleinen Hangar-Ding hinbauen oder sowas in der Art. Ich muss auch irgendwie bitte diesen blöden Boden wegkriegen da draußen, oder? Irgendwo muss es doch Bodenfüllung geben oder so eine Art. Lieferort, genau, alte Haltebucht und alles. Wir machen das jetzt bis erste relativ gemütlich, würde ich sagen. Und hier so ein 4x5er Durchgang und dann kommt hier für das erste so ein Terminalgebäude hin. Das wird das Gebäude sein. Im Grunde hier vorne wirst du einchecken, hier wirst du deine Karten holen, die Informationen lesen. Das ist dann der Security Checkpoint und dann geht es nach hier draußen. Aber was ich vielleicht vergessen habe, wir bräuchten noch einen Rückweg. Und hier noch so ein Zweier bauen. Natürlich hier vom Flughafen selber muss noch ein großer Fußweg hin. Und das Gebäude selber braucht natürlich zwei große Türen. Einmal hier und einmal hier. Also hier brauchen wir auf jeden Fall noch zwei Wände. Wird sich das ändern, weil dann kann man hier rein und noch ein Shopping machen mit Fenstern. Und dann müssen die nach oben gehen und dann dementsprechend einsteigen. Aber aktuell halt noch nicht. So, drei Nachrichten. Neuer Leistungsbericht. Betriebswirtschaftsbericht. Heute Bilanz ohne Baukosten 33.000 haben wir gemacht. Oh, das ist aber nicht schlecht. Kontostand am Ende des Tages inklusive Baukosten minus 112.000, das geht. Wie viel haben wir für Flugzeuge gemacht? Fahrzeuginfrastrukturgebühren 88.400 und dann 10.000 für Treibstoff. Das ist gut. Das ist gut. Echt nicht schlecht. Ah, ich habe den anderen Bericht nicht gelesen, ne? Was war denn das hier? Das war der heutige Leistungsbericht. Gesamte abgefertigte Flugzeuge 34. Fahrzeug aufgeteilt 80. Bewertung, durchschnittliche GA-Bewertung. Aktuell Airline-Bewertung 50-50. Passagiere haben wir noch keine abgefertigt. Gepäckbandsystem haben wir auch nichts gemacht. Konstruktion, ja, Berichtanalyse. Langfristige Durchschnittsbewertung ist in Ordnung. Sollte jedoch verbessert werden. Aha. Für die nächsten 24 Stunden ist Löschenwetter gesagt. Was ist ein Löschenwetter? Ich wusste gar nicht, dass man Wetter löschen kann, einfach so. Durchschnittstemperatur von 4,8 Grad Celsius, durchschnittliche Windgeschwindigkeit von 8 Knoten und einer Beschränkung von 0 Meter. Aha. So. Jetzt sind wir natürlich wieder hier beschäftigt. So. Als erstes brauchen wir so kleine Autohaltebuchten. Dann gibt es ja noch die
Taxihaltebuchten. Dann noch die Bushaltestelle. So. Ah, schon, ich kann. Aha, okay. Also muss ich im Grunde hier sagen: Hey, bau das hier so lang. Dann wieder hier so zurück. Und dann wieder hier rein. Und dann will ich, dass du daraus hier eine Einbahnstraße machst. Dementsprechend hier die Leute auch ankommen. So, wir bauen jetzt hier dementsprechend noch die ganzen Sachen fürs Erste. Wir bauen jetzt hier mal einen ganz dünnen Fußweg noch lang. Das ist leider fürs Erste, glaube ich, notwendig, damit die Leute dann die dementsprechend, genau, überhaupt hier hinlaufen. So haben wir aber auf jeden Fall, denke ich mal, hier einen guten Flow am Ende. So, dann reißen wir die Zwischenwände ab. Wie schaut es mit unserem Forschung ab? Ah, schauen. Kommerzielle Flieger. Forschen. Jetzt kann ich doch bestimmt hier rein theoretisch einen größeren, mittelgroße Anlage schauen. Die wäre hier unten ja super. Jetzt einfach hier gegen, aber ich brauche die ja gerade noch nicht mal. So. Kann ich hier die großen bauen? Yes, schauen. Die kann ich dann hier so lang setzen, dann haben wir hier die Flughafenplätze. Gibt es hier so ein paar Klos noch und alles. Das ist eigentlich perfekt. Dann wird es alles umgebaut zu normalen kommerziellen Flügen und dann sollte es alles schon wieder passen. Der hat auch keinen Bock mehr, ne? Parkstruktur zuweisen. So, die arbeiten und sitzen hier. Währenddessen würde ich aber gerne nochmal bei Personal reinschauen. Und schauen uns an. Aktiviert automatisches Planen, schaltet Technologiebeschaffung frei. Erlaubt es, Gehälter festzulegen. Reduziert Gehaltskosten 15%. Automatische Reparaturen von Strukturen. Ah, den habe ich schon. Das ist super. Schaltet das Beschaffungswesen frei. Mal, war nicht einer hier auch, der kann Waffengebühren festlegen? Hier, das aktiviert automatisch Plan. CIO. Projekt abgeschlossen. Perfekt. Okay, das ist alles hier Sicherheitszone. Das ist alles Sicherheitszone. So, boah, alles dunkelrot jetzt hier. Dann bauen wir hier noch eine Mauer drum zu. So, dann bauen wir natürlich hier noch die dementsprechenden Sicherheitskontrollen.
will die Zone ein bisschen zurückdrehen. Gibt das einfach so? Aber mit SDG kann ich die entfernen. Ich würde die auf jeden Fall bis hier hinten. So, oder sagen wir bis hier hin entfernen. So. Und dann kommen hier so Sicherheitsschalter hin. Dazwischen würde ich Mauern setzen wieder, damit auch hier keiner durchlaufen kann. So. Fehlt natürlich aktuell noch das Personal. So, okay, dann brauchen wir noch Schalter. Infotafel. Ich zwei hier hin so setzen. Check-in-Schalter. Das Passieren müssen Boarding-Schalter passieren. Bordkarte vorzeigen. Hat das jetzt um die Flugzeuge zu betreten sozusagen? Muss ich ablehnen, leider. Um so diese Folge zu bewältigen. Ja, dafür habe ich leider noch nichts aktuell auf Lager hier. Bin leider da drauf noch. Wie sagt man, ausgelegt? Okay, zurück zum Schalter. Wir brauchen Informationsschalter auf jeden Fall. So würde ich sagen, den setzen wir hier hin. Passiert, um den Check-In-Schalter aufsuchen, um eine Bordkarte für Ihren Flug zu erhalten. Kann Check-In. Die machen doch fürs Erste einfach mal hier den Check-In, würde ich sagen. So, dann machen wir hier natürlich wieder dementsprechend. Eine kleine Tür. Dann setzen wir hier noch eine Zone. Das Personalbereich. Das hinten ist ebenfalls Personalbereich. So. So. Und dann müssen wir hier natürlich noch die Schalter dementsprechend einbauen. Das ist jetzt der Boarding-Schalter. Irgendwie muss ich doch sehen, kann ich diese blöde Overlay ausschalten? Hier. Ah, jetzt sehe ich so ein bisschen. Jetzt habe ich mich dran gewöhnt. Da auch wieder. Da wieder. Und hier wieder. So. Die muss man natürlich jetzt dementsprechend noch eine Parkposition verbinden. Die kriegen von mir jetzt alle natürlich eine. Parkposition zugewiesen. Dann können wir dementsprechend viele Flüge in Zukunft gleich mal aufnehmen. So, dann müssen wir jetzt aber ins Staffing reingehen und uns um das Personal kümmern, denn wir brauchen viel Personal. Administration war das jetzt leider nicht, wir brauchen jetzt dann andere Leute. Fluggastbetreuer, ist auf jeden Fall mal Hausmeister, so schaut's aus. Personalvorstand wäre vielleicht gar nicht schlecht, noch ein Hausmeister. Und dann ein paar Fluggastbetreuer. Da habe ich jetzt gerade einen mit ganz niedriger Bewertung eingestellt. Wo ist
ausreichendes Sicherheitspersonal. Was sind das für Sicherheitsbeamte? Ich hätte gern ein paar Ramp Agents. Noch ein Ramp Agent. Ah, dich nehme ich auch schon. So, dich kann ich ablehnen. Oh, warte, die ist gut. Ablehnen. Ich nehme noch ein Haus Techniker an. Auch ablehnen. Strategievorstand. Oh, dann nehmen wir doch gleich den hier schon. Ramp Agent. Sicherheitsbeauftragter. Ja, schon. Jetzt kommen die ja rein, die ich brauche. Ramp Agent ablehnen. So. Ja, du bist ja absoluter Grott. Einkaufsleiter. Auch schon. Einnehmen fürs Erste. Haben ist ja besser wie nicht haben in dem Fall, würde ich sagen. Noch ein Sicherheitsbeauftragter. So, jetzt habe ich gleich genug Leute mit Lokhafen, die sich um alles kümmern. So. Auf kommerziell umschalten. Kennt ihr das denn, der das... Okay. Muss also warten, bis einer leer wird. Ich tue jetzt einfach die Flugzeuge abfertigen. Nicht, dass die schon wieder deaktivieren, ja. Gut. Aktivieren. Kann das Objekt nicht einsatzfähig. Kein verbundene. Warum nicht verbunden mit einer Flug- und Landebahn? Achso, ich muss hier noch auf kommerzielle Flüge auch zulassen. Das ist das Klicken wahrscheinlich. Gut, okay. Jetzt halt umschalten. Dich auch direkt umschalten. Umschalten. Immer gucken, dass man so schnell wie möglich die einfach abgefertigt kriegt. Irgendeiner fliegt schon gleich. Irgendeine haut gleich ab. Ich schwör's. Irgendeine haut ab. Yes. Okay, aber rein theoretisch sind wir jetzt ready, um kommerzielle Flüge anzunehmen. Und genug Mitarbeiter. Alles ist vorbereitet. Bedeutet, wir können ja jetzt rein theoretisch Flugplaner. Und dafür muss ich dann erstmal Verträge unterzeichnen mit Fluggesellschaften, wenn ich mir hier. Dafür muss ich aber erstmal hier, glaube ich. Warte mal, hier war das irgendwo, Betrieb. Inspektion durch Ramp Agent aktivieren. Das ist Flugzeugplaner. So, jetzt, wo war das wieder? Ich habe gerade keinen Plan mehr. Wo waren das? Ach ja, hier waren Verträge, Flugzeuge. Nehmen wir die hier zum Beispiel. 500 pro Flug. So, okay. Und jetzt können wir in den Flugplaner gehen und sagen, hey, du hast ein Flugzeug für uns. Wir setzen es auf Sonntag in der Früh. Bestätigen. Dann gehen wir zurück. Wir sagen, hey, wir haben für dich auch noch einen Flugplanerschein. Aktuell ist da noch nicht viel. Aber wir können euch alle mal in der Früh planen. So. Aktiviert durch die Planung einer angebotenen Flüge werden in den nächsten freien Timeslot eingeplant. Erfordert den COO und den CIO. Habe ich beide nicht? Personal? Vorstand? CIO. Ich habe noch keinen CIO. Ja, dann muss ich einen schnell einstellen.
Sicherheitsbeamter, zwei gute Sicherheitsbeamte, sind gar nicht schlecht. Strategiestand. Ich brauche einen CIO. Wo ist ein CIO? CIO. Wieso, die sind beide scheiße. CIO auch ablehnen, der ist schlecht. COO, brauche ich noch einen COO? Ein COO habe ich schon. Vertraue meinen Mitarbeiter. Es funktioniert ja immer so prima. Das funktioniert ja immer so prima. So, Vorstand einstellen. Ich brauche irgendeinen guten bei euch. Warum gibt es bei euch keine guten? CIO. Da, endlich. Gut, und dann kann ich jetzt beim Planer hingehen und sagen, automatische Flüge berechnen. Und jetzt kriege ich hier neue Flüge und die werden automatisch geplant für die nächsten. Dann kriegen wir dementsprechend Geld natürlich auch. Gut. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Und, oh, schade, kann ich leider nicht verwenden. Ah, warte, warte, warte. Gib mir das. Yes. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr alles mit einem Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir unseren kommerziellen Flugzeughafen das erste Mal benutzen. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.